Ja, hallo und Waldmann Zeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hans Cook & Grill. Ihr hört das schon, ich habe heute einen vagen Plan gefasst. Und zwar bin ich ins Revier gefahren und wollte natürlich einfach mal versuchen, nach einem Gewitter ein Stück Wild zu erlegen. Also jetzt momentan gewittert es hier ganz schön und ich möchte natürlich gleich, wenn es aufhört, zumindest sagt das Regenradar das, dass es gleich aufhört, schnell auf den Ansitz und dann das Wild abpassen, wenn es auf die Fläche zieht, um sich dann noch zu trocknen und noch zu äsen. Ich habe damit eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass nach dem Gewitter das Wild auf die Fläche kommt und auch sehr viel Wild sich zeigt. Und wir wollen einfach gleich mal schauen, ob das so heute Abend funktioniert. Wir haben es jetzt 7 Uhr, es ist aber schon fast so dunkel wie 10 Uhr. Und ihr hört das, es gallert ganz schön draußen. Ja, und ich hoffe, dass es auch meine Physikkenntnisse ausreichen. Ich habe mal gehört, das Auto wirkt wie ein faradäischer Käfig. Es blitzt und donnert und ich probiere das hier gerade aus. Das ist ein Heidenspaß. Ich bin gespannt, was heute Abend so passiert. Also, Waldmann Zeil und viel Spaß bei dieser Folge. Thank you.
Für mich war dieser Abendansitz nach dem kräftigen Gewitter einer der schönsten Ansitze in diesem Jagdjahr. Auch wenn ich an diesem Abend keinen Jagderfolg hatte, weil das Wild entweder zu weit weg war oder für mich, wie dieser Bock, am Abend zu unruhig auf die Fläche zog, sodass ich keinen Schuss abgeben wollte, war es doch ein wunderschöner Abend, an den man sich doch lange und gerne erinnert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und natürlich über einen Daumen nach oben. Macht's gut und Weidmannsheil!